Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder Goodie mit einem weiteren Guide zu Ghost Recon Wildlands. Und zwar holen wir uns heute den Erfolg, die Trophäe Blackout Sprenger. Dazu begeben wir uns in den südöstlichen Teil der ersten Gegend, dem ersten Gebiet Itakua. Ich hoffe, dass es einigermaßen so ausgesprochen wird. Und gehen hier zum Unidad-Stützpunkt. Mit der Drohne können wir erstmal hier ein wenig erkunden und sind auf der Suche nach dem Generator, den es hier gibt im Stützpunkt. Da vorne ist er eigentlich auch schon. Ich habe ihn jetzt noch nicht markiert, aber gleich werden wir ihn nochmal mit dem letzten bisschen Batterie hier markieren. Da vorne den Generator. Da, jetzt haben wir ihn markiert. Das ist der Generator. Und den müssen wir mit C4 in die Luft jagen, um so den Erfolg, die Trophäe zu bekommen. Blackout-Sprenger. Ich zeige es euch nochmal genau auf der Karte, wo sich hier der Unitat-Stützpunkt befindet. Naja, Südosten war übertrieben. Es ist eigentlich eher direkt im Osten. Entschuldigung bitte ein bisschen meine Stimme. Ich bin momentan ziemlich stark erkältet, deswegen nicht ganz so leicht. Also da habt ein wenig Nachsicht mit mir. Wie gesagt, also hier ist der Stützpunkt. Dort seht ihr mit dem Blitz markiert den Generator im Stützpunkt. Und da müssen wir jetzt ja möglichst unerkannt hinschleichen, dann das C4 gegen das Ding gegenschmeißen und sprengen. Mehr ist nicht zu erledigen. Ihr müsst natürlich auch den entsprechenden Skill trainiert haben, wie ich euch gleich noch zeigen werde. So, kurz den Scharfschützen hier am Eingang ausgeschaltet, damit der uns nicht stört, wenn wir hier über den Zaun klettern. Wir nehmen nämlich einfach ganz kackfrech hier den Haupteingang. Da oben ist der nächste Scharfschütze auf dem nächsten Turm. Auch den schalten wir aus. Natürlich mit Schalldämpfer, ne? Ihr solltet auf alle Fälle natürlich an der Stelle einen Schalldämpfer auf der Waffe haben, logisch, damit wir nicht gehört werden. Und jetzt begeben wir uns zum Generator hin, der sich ja praktisch an der Wand hinter uns befindet. So, hier nochmal ganz kurz, ne? Ihr müsst natürlich hier unter Objekt hier das C4 trainiert haben. Ohne das geht es nicht, also C4 müsst ihr ausrüsten können. Dann könnt ihr einfach auf dem Steuerkreuz, wenn ihr nach links drückt, das C4 ausrüsten. Mit L1 werft ihr das C4 dann und wenn ihr L1 gedrückt haltet, damit sprengt ihr es. So, wir sind auch schon da am Generator. Sind hier zum Glück unerkannt angekommen. Kurz aufbrechen, hier die Tür. Aber jetzt werde ich kurz mein C4 in eine falsche Ecke schmeißen. Macht gar nichts, weil nicht hier deaktivieren drücken. Ne? So, jetzt habe ich hier kurz gerade in eine falsche Richtung gedreht. Jetzt liegt es dahinter. Schmeißen wir sicherheitshalber nochmal eins dran. Ich glaube, dahinter, das hätte auch gereicht. Aber egal, hauen wir nochmal eins direkt an den Generator dran. Dann, wie gesagt, L1 gedrückt halten. Das Ding fliegt in der Luft und die Trophäe Blackout-Sprenger gehört euch. So einfach kann es sein. Ich hoffe, der kleine Guide hier hat euch geholfen und gefallen. Wenn dem so war, lasst doch einen Daumen nach oben da. Würde ich mich riesig drüber freuen. Und noch mehr natürlich, wenn wir uns wiedersehen im nächsten Guide. Ich sag bis dahin, so long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.